Hallo meine lieben Make-up-Lovers und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir aus meinem neuen Studio. Ich weiß, für euch macht es überhaupt gar keinen Unterschied, aber für mich, ich schaue hier auf ein wunderschönes Gebäude. Ich habe hier meine Pflanzen drinnen, genau wie so wie von mir steht meine fette Schminkkommode und ich habe richtig Lust, wieder neue Videos zu drehen für euch. Heute bin ich gleich mal beim Intro ungeschminkt, weil ich euch einen wunderschönen Vorher-Nachher-Effekt von einer neuen Foundation zeigen möchte, die heute in diesem Video vorkommt. Und dann habe ich auch noch einen spannenden Mascara und generell einen sehr schönen, warmen Look für euch. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Checkt auch unbedingt die Infobox aus, da findet ihr auch noch zusätzlich einen Rabattcode zu der neuen Foundation, die ich heute zeigen möchte. Und natürlich freue ich mich riesig, falls ihr neu seid hier, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Das ist völlig kostenlos und wenn ihr die kleine Glocke daneben aktiviert, nehmt dem Abonnieren-Button, dann bekommt ihr auch immer eine Benachrichtigung, sobald ein neues Video von mir online geht. Ich schlage vor, wir starten heute gleich direkt mit dem Make-up. Ich habe meine Haut wie immer schon bereits vorbereitet, Booster, Serien von Beauty Mates aufgetragen und möchte euch jetzt gleich die neue CC Nude Glow von IT Cosmetics vorstellen. Your Skin But Better ist der Slogan von dieser neuen Baby Foundation. Wahnsinnig tolles Produkt. Zeige es euch auch natürlich gleich aufgetragen und wie ihr das Ganze auftragen könnt. Diese neue Foundation wurde mit Dermatologen und Chirurgen gemeinsam entwickelt. Und ein ganz lustiger Fun Fact, IT Cosmetics stellt die Produkte immer zuerst als Pflege her und gibt dann erst die Farbe hinzu. Das heißt, erst wenn das Produkt wirklich super pflegend ist, kommt die Farbe rein und dann funktioniert es auch als Foundation. Die CC Cream, also die Color Correcting Cream, hat eine mittlere Deckkraft, passt sich super der Hautfarbe an, gibt es übrigens auch in 12 Nuancen, also eine schöne Range an Farbe. Ich habe hier heute die Farbe Light, die passt mir perfekt momentan. Ich mag auch Light Medium ganz gerne, wenn es ein bisschen dunkler sein darf, passt sich aber meiner Hautfarbe auch immer super an. Heute, wie gesagt, Light kommt in so einem kleinen Pumpspender, das ist super, super hygienisch und wisst ihr was, wir tragen sie einfach mal gemeinsam auf. Ich gebe mir da gleich einfach so ein Pümpchen, man braucht ja wirklich nicht viel davon, direkt auf die Haut. Und entweder könnt ihr es wirklich mit den Händen auftragen, wie eine Creme, oder ihr könnt es mit dem Beauty Blender oder dem Pinsel einarbeiten. Ich zeige euch mal beide Varianten. Das Glow Serum, das hier enthalten ist, enthält 2% Niacinamide und die sorgen dafür, dass große Poren minimiert werden und wirklich so ein schönes, ebenmäßiges Hautbild. Dann hat man dabei grünen Tee-Extrakt, der ist hier auch enthalten, der ist entzündungshemmend und schützt vor Umwelteinflüssen. Die andere Seite trage ich einfach mit meinem Buffer auf. Und natürlich habt ihr hier auch Hyaluronsäure enthalten, damit die CC Cream auch wirklich den ganzen Tag super Feuchtigkeit spendet. Man sieht einfach sofort, was für einen wunderschönen Glow diese CC Cream macht. Und vor allem, es schaut eben aus wie Haut. Es ist keine dicke Konsistenz, sondern so eine richtig schöne, extrem pflegende Formulierung. Ah ja, und noch ein großer Benefit bei diesem Produkt, Lichtschutzfaktor 40. Ihr wisst, wir lieben Lichtschutzfaktor und wir wollen uns vor der Sonne schützen. Und da ist ein hoher Lichtschutzfaktor ein absolutes Muss in einem Hautprodukt, in einem Foundation-Produkt. Wunderschön. Leute, ich packe euch unten den Link zu der Foundation rein. Es gibt auch einen Rabattcode. Also checkt euch die sehr gerne. Ganz neu, ganz, ganz tolle Empfehlung. Ist wirklich ein wunderschönes Produkt. Ich mag ja die klassische CC Cream schon super gerne von IT Cosmetics, aber mit dem haben sie nochmal so einen richtigen Pluspunkt zusätzlich gemacht. Also das ist wirklich wunderschön. Ist übrigens für alle Hauttypen geeignet, dermatologisch getestet, Allergene getestet. Das heißt, es können auch sehr, sehr sensible Hauttypen diese CC Cream verwenden. Als nächstes verwende ich den Look by Biba Professional Concealer. Und zwar, das war ein bisschen zu viel. So, hier. Und was ich in letzter Zeit auch super gern mache, ist hier ein bisschen mehr Concealer neben der Nase runterzuziehen. Und ich zeige euch gleich auch den Effekt, was das macht. Seht ihr das? Ich habe den jetzt absichtlich ein bisschen heller gewählt, weil ich heute auf diese wunderschöne Foundation einfach keinen Highlighter zusätzlich geben möchte. Dennoch möchte ich nicht auf Highlights im Gesicht verzichten und gerne hier so ein bisschen in dem Bereich den Highlighter auch mal auftragen. Dann verschwindet sozusagen die Nasolabialfalte und ihr wirkt viel, viel frischer. Das heißt, Concealer hier innen ganz wenig und so ein bisschen lang der Nase runterziehen. Seht ihr den Effekt? Wow, ich liebe den Teint jetzt schon. Dann fixiere ich wirklich nur den Concealer mit ein bisschen Transparentpuder. Ich verwende wie so oft und fast immer das NYX HD Finishing Powder.
Und jetzt von Rare Beauty den Bronzer Stick. Ich habe den ein bisschen unterschätzt. Der hat mir am Anfang gar nicht so gut gefallen. Ich habe den schon mal reviewed. Aber jetzt nutze ich ihn eigentlich ganz gerne, weil ich weiß, wie ich damit umgehen muss. Es ist wirklich, man braucht wirklich nur wenig davon. Und ich habe auch einen Lieblingspinsel mittlerweile dafür, mit dem ich das Ganze jetzt verblende. Und zwar ist der von Luvia aus dem Prime Vegan Set, dieser 120er Angled Buffer. Mit dem arbeite ich diesen Bronzer einfach jetzt momentan super gerne ein. Der passt hier nämlich so schön unter den Wangenknochen. Und seht ihr das? Dadurch, dass ich den Pinsel so halte, dass sich der genauso anpasst und dann nach oben arbeite, kann ich automatisch so quasi die Kontur damit machen. Und es passt sich genau hier unter den Wangenknochen rein. Und ich trage auch gleich noch ein bisschen Blush auf. Summertime Wine von Fenty Beauty. Das ist der Cream Blush. Heute habe ich so ein bisschen einen Beauty Blender Tag. Also irgendwie finde ich auch den Blush schöner momentan mit dem Beauty Blender gerade aufzutragen. Das ist wirklich tagesabhängig. Also ich kann euch echt nicht sagen, woran es liegt, wenn ich manchmal gerne mit den Fingern arbeite oder mit dem Beauty Blender oder mit dem Pinsel. Das ist echt so. Es kommt aufs Finish an, es kommt auf den Tag an, es kommt auf den Anlass an. Wenn ich den Beauty Blender verwende, dann presse ich alles noch viel stärker in die Haut ein. Es wird haltbarer dadurch natürlich. Und irgendwie verbindet sich es mit dieser CC Nude Glow Foundation mega schön mit dem Beauty Blender. Also sehr zu empfehlen. Als nächstes geht es an die Augenbrauen. Und da nehme ich eine Augenbrauenseife von Browly. Die habe ich erst vor kurzem entdeckt, beziehungsweise wurde mir die zugeschickt. Und zwar ist es eine Augenbrauenseife, die gleichzeitig gefärbt ist. Ziemlich praktisch. Ich spritze mir da einfach so ein bisschen Fix Plus rein und nehme das dazugehörige Bürstchen. Und ganz wichtig, gerade wenn ihr Augenbrauenseife verwendet, wirklich die Seife gut in das Bürstel reinarbeiten, dass es so eine schöne zähe Masse wird. Dann gehen wir da mal hinein gegen die Wuchsrichtung und dann bürste ich mir das so schön rauf. Und ich muss sagen, diese Augenbrauenseife von Browly ist besser als die klassische Soap Brows. Ich weiß nicht, was sie da reingeben. Es ist auf jeden Fall so ein bisschen haltbarer, ein bisschen fester, das Produkt. Und schaut dadurch auch ein bisschen fluffiger aus. Ich ärgere mich die ganze Zeit, warum meine Strähne da reinhängt. Man könnte sie auch einfach wegklipsen. Gut, als nächstes geht es an den Augen-Make-up-Look. Da braucht ihr auf jeden Fall mal eine Base drunter. Und zwar eine Lidschattenbasis. Ich weiß, das wird immer noch einfach geskippt von den meisten. Sie verwenden einfach direkt den Lidschatten auf dem nackten Auge sozusagen. Aber Leute, es ist wirklich super, super wichtig, eine Lidschattenbase zu verwenden, weil nur dann hält euch auch der Look den ganzen Tag. Ihr könnt blenden, ihr könnt verschiedene Übergänge machen. Die Farben halten einfach super auf dem Auge und rutschen nirgends hin oder verschwinden nach einer halben Stunde. Das macht halt echt den Unterschied. Ich verwende da die Urban Decay Primer Potion. Ihr könnt aber auch gleich zum Beispiel einen Creme-Lidschatten verwenden. Das ist auch immer ganz praktisch, weil dann hat man quasi gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich mache heute so eine Mischung aus Drogerie und High-End. Habe mir meine roten Paletten oder meine warmen Paletten rausgekramt. Und zwar einmal die Look by Biba Professional Warm Browns Palette mit diesen schönen Rottönen und einmal von MAC. Das ist die Flame Bouillant. So ungefähr, so in diese Richtung. Mal schauen, was es wird. Also zunächst mal flachen Lidschattenpinsel. Ich beginne immer gerne mal mit dem Highlight. Das ist ein heller, knochiger Ton, der gerne auch so ein bisschen schimmern darf. Dann nehme ich den aus der Look by Biba Professional Palette und packe mir den mal da schön unter die Augenbraue. Nachdem ich ja heute eine ziemlich interessante Mascara noch verwenden werde, finde ich, ist Rot so ein schöner Ton dafür. Ganz hier innen gebe ich auch gleich ein Highlight hin. Dann nehme ich mir einen Blenderpinsel und gehe mal mit dieser kamelbraunen Farbe so ein bisschen über die Lidfalte, um mir schon so einen leichten Schatten davor zu machen, weil ich muss noch überlegen, welche Farbe ich direkt aufs Augenlid packe, ob das so ein Schimmer ist oder was Rotes, I don't know. Einfach in so kleinen, kreisenden Bewegungen vor- und zurück arbeiten und dabei bitte immer die natürliche Grenze, also nicht zu weit runterblenden, von eurem Auge immer im Kopf behalten. Und zwar am besten
Zeichnet ihr euch das an oder überlegt euch da quasi eine Linie vom Nasenflügel ausgehend über den äußeren Augenwinkel bis zur Augenbraue. In dieser Region wird geblendet. Weiter nach unten bitte nicht, weil sonst hängt euer Auge. Also das ist so die natürliche Grenze, in der man sich bewegt, wenn man auch oben blendet. Ich nehme den Farbton auch gleich am unteren Augenlid. Das ist übrigens auch ein toller Pinsel. Das ist der Luvia 323er Smudger. Den mag ich sehr gerne für hier unten. Der funktioniert auch super mit Cream Kajal und so weiter. Dann nehme ich mir noch einen größeren Blenderpinsel und so ein Rot. Ich nehme wirklich mal Rot und blende das da so auch so drüber, dass wir da so in dieses Braun hineingehen und da auch so ein bisschen innen in die Nasenwurzel. Nasenwurzel, das ist so ein schieres Wort. Mit einer ganz, ganz leichten Hand. Dann nehme ich mir hier diesen Orangeton, den schimmernden, und direkt mit dem Finger, bis so Schimmer, so schimmernde Lidschatten kann man ganz toll mit dem Finger auftragen. Seht ihr das? Einfach direkt aufs Augenlid anpressen. Und ich mache da mal so die eine Hälfte. Außen lasse ich noch frei. Dann nehme ich zum Beispiel diesen schimmernden Braunton hier aus der Artist Palette von MAC. Oh ja. Jetzt habt ihr nämlich so harte Übergänge, seht ihr das? Und jetzt nimmt man einfach den Blenderpinsel, am besten den von ganz vorn hin, und blendet die Übergänge. Zack, zack, zack. Wenn man das mit dem Pinsel direkt auftragt, dann hat man nie so diesen festen Schimmer. Deswegen mache ich es gerne mit dem Finger eher grob und gehe dann über die Kanten drüber. Dann verwischt sich das nicht so schnell. Kennt ihr das, wenn ihr so einen Make-up-Look habt, der dann so ineinander verschwimmt und alle Farben irgendwie dann gleich ausschauen? Das ist der Obertipp, dass ihr das wirklich anpresst. Zuerst mal mit dem Finger oder mit einem nassen Lidschattenpinsel. Dann verhält sich das genau so und es ist easier für euch. Nehme dann dieses schöne Dunkelbraun, das hat auch so einen ganz leichten Schimmer, und gehe dann nur ganz außen aufs untere Augenlid. Das ist schon wieder fast so ein Signature-Look von mir, oder? Gut, dass ich da die Babyfeuchttücher herumliegen habe, kann ich immer zwischendurch gleich meine Finger reinigen. Ganz wichtig, saubere Hände. Und wisst ihr was, heute habe ich echt Bock, mir mal wieder in die Wasserlinie Farbe reinzugeben. Habe ich schon echt lange nicht gemacht, aber ich habe ganz tolle Matte Eyeliner von Gosh, die schauen so aus. Sind wirklich sehr, sehr cool und wasserfest. Und dann verwende ich diesen grünen. Hat der eine Farbe? Olive Green. Und den packe ich hier mal in die Wasserlinie. So, als nächstes schon die Wimpern. Und ich habe ja heute gesagt, ich werde was Cooles Neues ausprobieren. Ich habe es euch in den Insta-Stories schon gezeigt, in einer anderen Farbe. Ich habe sie mir nochmal geholt, die Crazy Bombastic von Gosh in Grün. Yes! Grün und Rot passt mega gut zusammen. Ich bin echt gespannt. Das ist so ein richtiges First Impression. Ich habe die Mascara in der Farbe noch nicht ausprobiert. Also werden wir gleich sehen, wie das ausschaut. Okay, ist auch so ein Olivgrün. Mal schauen, ob das überhaupt so zur Geltung kommt oder... Seht ihr da also signifikant grün? Also die blaue war schon sehr extrem. Die hat man richtig, richtig stark gesehen auf den Insta-Stories. Falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, tut das. Ich heiße halt Vicky Lash Make-up. Aber ich finde, nur die unteren Wimpern kann man so ein bisschen dieses Grün erkennen. Die oberen schon fast aus, wie wenn sie einfach braun getuscht wären. Ja. Aber von weiter weg, ich weiß nicht, es ist so ein Hauch vielleicht. Aber es ist auch so dunkel, dass man es nicht wirklich erkennen kann. Also ja, definitiv dezent, aber irgendwie interessant. Also ja, schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr wirklich das Grün seht oder erkennen könnt. Ich gebe mal noch einen Code drauf. Was ich da jetzt mache, ich habe da noch so ein bisschen was vom Concealer und von der Nude Glow Foundation drauf und putze mir da so ganz gerne die Kante leicht nach oben. Seht ihr das? Dann ist so das Augen-Make-up wirklich schön abgegrenzt, super sauber. Hier auf der Seite mache ich das auch. Ah, ah, das ist mein Nummer 1 Hack. So, dann nehme ich mir von MAC Prep and Prime für die Lips. Das ist ein Produkt. Wer damals bei dem Live mit MAC auf Instagram dabei war, kennt es schon. Also lasst mich so kurz anziehen. Das ist so ein Balsam, der wirklich die Lippe vorbereitet. Und ich schwöre, das ist so gut.
Also wirklich, das ist der Geheimtipp unter den MAC-Make-up-Artists oder den MAC-Artists. Die verwenden das Zeug ständig und die ganze Zeit auch alleine oder nur mit Lipliner. Das verlängert die Haltbarkeit vom Lippenstift so, so sehr. Und dann nehme ich mir heute so einen Powder Kiss Velvet Blur Lipstick. Die waren ja, also die, wow, also wie die released worden sind, war ich hin und weg. So wunderschönes Design. Ich habe mir heute die Farbe Over the Taupe rausgesucht. Oh ja. Ein bisschen Strip Down Pencil kann auch nicht schaden. Wo ist mein Spitzer? Spitzer! Bei mir müssen alle Stifte immer top gespitzt sein, kann ich euch auch nur empfehlen. Nice! So, und jetzt ist es an der Zeit, den Look nochmal genau anzuschauen. Wo brauche ich noch was? Brauche ich noch ein bisschen mehr Blush vielleicht? Leute, ich sag's euch, holt euch die neue Nude Glow CC Foundation von IT Cosmetics. Die ist so schön! Das ist auf jeden Fall der Look. Was sagen wir? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare. War echt easy zu schminken. Ich glaube, die grüne Wimperntusche ist so semi, ich bin mir nicht ganz sicher, aber Haut ist, ich meine, ja. Wenn irgendwo Pflege in einem Produkt drinnen ist, dann ist es einfach das Richtige für mich und für euch wahrscheinlich auch. Ich bin halt der Meinung als Make-up-Artist, alles, was man sich drauf gibt an dekorative Kosmetik, kann und soll im besten Fall mittlerweile auch wirklich gut pflegen. Und da seid ihr hier sicher ganz gut aufgestellt. Vielen Dank an dieser Stelle an IT Cosmetics für dieses wundervolle neue Produkt. Und dass ihr dieses Video unterstützt habt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir gerne einen Kommentar da. Vergesst nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben für mehr Tipps und Tricks von mir. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Liebe.